Das nächste Thema, was ansteht, ist Tunze. Ja, Tunze war so nett und so freundlich und hat mir die 6105 nochmal zur Verfügung gestellt. Die anderen, die ich hatte, habe ich eingepackt, zurückgeschickt. Und es sind jetzt tatsächlich die neuen Controller hier verbaut. Ich packe das hier mal auf Seite. Und wie ihr sehen könnt, seht ihr nichts. Und warum ihr nichts seht, seht ihr gleich. Ich stelle einfach mal den Karton hier hin. Der neue Controller ist im Prinzip zu gebrauchen als Standalone. Sprich mit den üblichen Funktionen, die wir auch von den schmalen Controllern her kennen. Aber ich kann diesen genauso gut ins Wi-Fi reinheben und ihn dann im Tunze Hub bedienen. Der klingt sich dann im Endeffekt ein. Ihr müsst dann bei Tunze Hub müsst dann ein entsprechendes Konto haben und könnt diese Pumpen dann hier jetzt dann programmieren, einstellen, wie ihr das wollt. Was erzähle ich hier lange? Ich zeige es euch einfach. So, dann nehmen wir das mal wieder mit auf. Tunze Hub, da seht ihr im Prinzip meinen kompletten Aufbau, den ich hier habe. Der Hub selber ist auch wieder in Funktion hier unten. Allerdings dadurch, dass jetzt halt die beiden Pumpen hier oben ihren eigenen Controller, Wi-Fi-Controller zum Hub haben, habe ich hier unten tatsächlich zwei Kanäle frei. Das mal so nebenbei. Ja, hier oben haben wir dann tatsächlich die Pumpen, die ich untereinander jetzt koppeln kann, weil seit neuestem oder kurz nach der Messe ist das Update zu diesen Pumpen rausgekommen, 1.29. Lass mal eben gucken, zeige ich euch hier, genau. Da, die Software 1.29, also Firmware, ist installiert und ich habe jetzt hier tatsächlich die Möglichkeit, hier oben zu sehen, da, dass die Pumpen untereinander gekoppelt sind. Jetzt habe ich hier die gekoppelte Pumpe. Und wenn ich jetzt in die zweite reingehe, dann habe ich hier die entsprechenden Vorgaben, die ich tatsächlich gemacht habe. So, und das kann ich mir hier einstellen, wie ich das möchte. Ich habe den Felix mal auf der Messe angesprochen. Ich möchte gerne, oder ich werde vielleicht, so wie es ausschaut, ein entsprechendes Live machen mit dem Entwickler, mit dem Daniel. Dass wir euch mal zeigen, was tatsächlich alles möglich ist. Es wäre jetzt tatsächlich zu viel, hier ins Detail zu gehen. Also wie ihr seht, ich habe hier einiges hinterlegt, getan, gemacht und die Pumpen sind halt tatsächlich untereinander gekoppelt, dass die Pumpen dann zu dem Zeitpunkt das Gleiche machen. Das ist also jetzt möglich. Zudem funktioniert jetzt der Hub an sich hier wieder sehr viel besser. Also es, wie schon gesagt, es sind immer wieder Verbesserungen, die kommen. Ihr seht, hier oben habe ich tatsächlich nur zwei Aktionen hinterlegt. Einmal, um den pH-Wert zu steuern. Das mache ich ja hier unten mit dem Atemkalk und mit einem entsprechenden Schalter bzw. Ventil, das ich ansteuere elektronisch. Und einmal hier die Wärme Reduzierung tatsächlich, die mir hinten in der Ecke den EcoWind steuert. So, und hier gibt es halt die Möglichkeit, einen Bereich anzugeben und den Geräten zu sagen, wenn dieser Bereich verlassen wird, dann mach bitte das und das. Und das hinterlege ich tatsächlich hier bei den einzelnen Geräten, weise den Slot zu und dann funktioniert das. Und das funktioniert ziemlich gut jetzt nach dem Update. Also wie gesagt, Tunze ist da stetig dran, das Ganze zu verbessern. Und das funktioniert auch tatsächlich sehr, sehr gut. Wie gesagt, ich arbeite dran, dass wir da mal ein Live zu machen und dass wir euch die ganze Chose einmal komplett vernünftig näher bringen. Kommen wir zum nächsten Punkt. Ja, was soll ich sagen? Ich habe da mal unten aufgemacht. Ich habe auch nicht aufgeräumt, um das Ganze jetzt mal so ein kleines bisschen so darzustellen, wie es auch tatsächlich ist bei mir. Und ja, was soll ich sagen? Chaos, verlass mich nicht. Ich habe tatsächlich nicht viel zu meckern. Eigentlich gar nicht. Der Aquaforest AF
110, also sprich der Wirbelwertfilter, tut, was er soll. Läuft wunderbar im Bypass. Einzige, was natürlich ist, ich muss ihn regelmäßig reinigen. Hat aber jetzt hier tatsächlich den Vorteil, dadurch, dass das Gerät halt wirklich auch so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, kann ich oben Bajonettverschluss aufmachen, auf Seite packen, damit runter in den Keller gehen, die Schwämme sauber machen, oben das Ganze rausziehen, den Schwamm unten sauber machen, wieder das entsprechende Material, wenn es noch nicht auf ist, wieder reinbefüllen, läuft weiter. Mache ich so alle 3 Wochen. Weil, blende ich euch auch nochmal hinten ein, da hinten habe ich den Auslauf so gelegt, dass ich ihn sehe, dass ich also im Prinzip sehe, wie viel Material bzw. Wasser da hinten rauskommt. Und wenn ich sehe, dass der halt ein bisschen, ja, nicht ganz so gut läuft, dann weiß ich, jo, jetzt sind die Schwämme wieder reif, jetzt kannst du dich wieder ans Reinigen geben. Mein Abschäumer, den AquaBee Internal 200, habe ich jetzt vor 2 Wochen, glaube ich, einmal einer vollständigen Reinigung unterzogen. Gibt nichts, was ich da berichten müsste, tatsächlich. Das Ding, der tut, was das soll. Wo ihr natürlich immer darauf achten solltet, also nicht nur bei dem Abschäumer, sondern generell bei allen, ist hier die Venturi-Düse. Da solltet ihr regelmäßig die unten mal von der Pumpe abziehen und mal reinschauen, ob da nicht irgendwie eine Verkrustung durch Salz ist. Die kann dann schon mal die Abschäumerleistung reduzieren. Aber ansonsten tut das Ding das, was das soll. Fließfilter, gleiches Spiel, auch kein Problem. Ja, und alles andere hier unten an Technik brauche ich, glaube ich, nicht großartig was zu sagen. Bei mir funktionieren die Refactory-Sachen ohne Probleme. Also ich hatte jetzt tatsächlich hier beim Smart-Tester neulich so ab und zu dann mal das Problem, dass er halt die Reagenz 1 nicht tatsächlich erkannt hat oder nicht ziehen konnte. Lassen wir jetzt mal dahingestellt. Ich habe die Kartusche rausgenommen, geschüttelt, wieder neu angeschlossen, unten die entsprechenden Tropfer mal wieder neu ausgerichtet, also sprich mal kurz mit dem Finger drunter, Test neu durchlaufen lassen, Thema durch. Was ich allerdings rausgefunden habe, und das ist eigentlich auch der Grund, warum ich jetzt nochmal auf den Smart-Tester komme, ist dieses Probenröhrchen, was da drin ist, also sprich das Glas. Unter dem Phosphattest dunkelt das ja relativ zügig ab. Und da hatte ich euch ja gesagt, oder wurde mir auch gesagt, ja, so alle 14 Tage einmal in Zitronensäure legen, ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist tatsächlich, dass ihr halt hingeht und ja, das Ganze mit Zahnpasta und einer Schallzahnbürste reinigt. Ihr habt richtig gehört. Ich habe hier die ganz normale 0815 Colgate in Blau und eine nicht mehr zu benutzende Zahnbürstenaufsatz für eine Schallzahnbürste. Und damit habe ich das Ganze gereinigt. Und tatsächlich, es geht nicht alles hundertprozentig weg. Also wir machen aus alt nicht wieder neu. Aber tatsächlich geht es schneller, als wenn ich das jetzt 2-3 Stunden in Zitronensäure einlege. Also sprich, Zahnpasta mit der Schallzahnbürste da reingehen und das Glas sieht wieder relativ gut aus. Okay, danach durfte ich dann einmal neu kalibrieren, beziehungsweise rausfinden, wo ist jetzt tatsächlich wieder mein genauer Punkt. Also ich habe 3 Messungen tatsächlich gebraucht danach, um das Gerät wieder so einzustellen, dass es auch wieder richtig misst. Und also im Vergleich mit dem Hanna. Und ja, jetzt tut es aber seinen Dienst. Also ihr habt es ja im Endeffekt hier auch gesehen. 0,02. Tatsächlich ist es jetzt eben ein bisschen abgesackt und ich musste halt nachdosieren. Das ist garantiert auch nachdosiert worden. Da unten steht ja der Stickstoff. Das Phosphat. Ja, und das funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut. Ja, und dann haben wir noch tatsächlich einen Punkt, der tatsächlich hier, ich sage jetzt mal, das Becken wieder aufgewertet hat. Kommen wir jetzt zu. Ja, und zwar geht es sich um diesen Koffer hier. Einige werden ihn erkennen, was es ist. Andere haben auf Insta schon die entsprechenden Reels gesehen und wissen auch, worum es sich geht. Und es geht sich tatsächlich um die Panterei CD42. Ich habe mir
dieses Gerät tatsächlich gekauft. Habe mit Panterei gesprochen, habe da einen kleinen Rabatt gekriegt. Ist tatsächlich jetzt nicht die Welt. Aber habe immer noch genug Kohle auf den Tisch gelegt, sodass meine Frau nicht gerade die glücklichste über diesen Kauf war. Hintergrund der ganzen Sache war ganz einfach, wenn ich mir das Gerät bei, also das ist das, was hier bei mir im Kopf abgeht, also muss nicht bei euch genauso sein, wenn ich mir das Gerät bei New Wave leihe, dann habe ich in meinen Augen Druck. Ich komme abends von, also man lässt sich das liefern, ist meinetwegen montags da und schickt es dann Freitag wieder zurück. Das heißt, ich muss zwischen Montag und Freitag muss ich das irgendwie auf die Kette kriegen, das fertig zu polieren, was ich im Endeffekt polieren möchte. Ihr habt gesehen, das hat nicht so ganz funktioniert. Ich habe aber auch nicht explizit mal darauf hingewiesen. Ich blende euch mal die Bilder ein, wie es vorher war. Und ich hatte ja tatsächlich hier diese Kopfscheibe hier relativ matt. Warum hatte ich die matt? Weil ich wahrscheinlich nicht richtig poliert habe. Behaupte ich es ganz einfach mal. Ist eine Kopfsache, vermute ich mal, gewesen. Ich habe das Gerät im Endeffekt gekriegt, habe es ausprobiert, eingestellt und habe dann erstmal mit so kleinen Bereichen hier unten angefangen, wo dann tatsächlich was war und habe dann festgestellt, oh, jetzt hast du Ruhe gehabt, jetzt hast du keinen Druck gehabt, kannst tun und lassen, was und wann du willst, musst dich da nicht unter Druck setzen, wann du es machst und hat tatsächlich funktioniert, hat besser funktioniert. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Lassen wir jetzt auch mal dahingestellt. Als ich das festgestellt habe, war ich auch tatsächlich schneller mit dem Gerät. Warum, weiß ich nicht. Ich habe tatsächlich, wie gesagt, erstmal nur hier einen Bereich, der mir sehr auf dem Senkel ging, gemacht. Und danach, als ich dann halt mit dem Gerät durch war an der Stelle, habe ich gesagt, okay, probier mal hier. Ne? Habe ich mir Markierungen gesetzt mit einem Kreidestift. Habe ich hier immer Bereiche drauf markiert, damit ich auch immer in diesen Bereichen tatsächlich poliere. Und das ging wirklich relativ zügig. Zügiger, als ich das damals mit dem Gerät von New Wave gemacht habe. Aber es sind ja die gleichen Geräte. Ja, neuere Bauart ist jetzt tatsächlich hier ist es ein weißes Gehäuse. Das von New Wave ist ein grün-schwarzes Gehäuse. Aber es hat sich an den Teilen meines Wissens nach nichts geändert. Und Fakt ist, ich habe jetzt innerhalb kürzester Zeit, Anführungszeichen kürzester Zeit, 4,5 Stunden die Kopfscheibe hier poliert und 3/4 der Frontscheibe. Kratzerfrei, Hochglanz wieder, wirklich so weit poliert, dass man sagen könnte, aufpasse, das sieht ja aus wie neu. Und genau das ist sehr, sehr geil geworden. Panterei hat tatsächlich, muss ich mal eben gucken, ob ich die jetzt hier mit drin habe, wird jetzt demnächst wahrscheinlich auch im Shop verfügbar sein, einen neuen Polieraufsatz. Das ist dieser 12.000er, dieses 12.000er Korn, sage ich jetzt mal. Ja, wir gehen ja hier bis 8.000 hoch und das hier sind, glaube ich, 12.000. Und dieser neue Polieraufsatz ist tatsächlich ein bisschen kleiner und fürs Finish gedacht. So, und das geht wirklich sehr, sehr gut. Also da kann ich im Prinzip nur sagen, echt geil. Da habt ihr euch ein Zeug gelegt. Das ist, glaube ich, der gleiche, wie ich ihn hier habe. Von New Wave hatte ich den damals. Hab ich gefragt, darf ich ihn behalten? Ja. Hab den im Prinzip jetzt auch noch hier. Und dieser kleine ist halt wirklich so aufgesetzt und läuft auch ziemlich easy, weil der halt etwas kleiner ist, dass man halt ein bisschen besser damit arbeiten kann. Ist eine kleinere Fläche, man braucht ein kleines bisschen länger, aber im Endeffekt das Ergebnis ist tatsächlich so, das ist wie neu. Tatsächlich. So, was ich mir auch noch dazu gegönnt habe, habe ich bei Panterei im Shop gesehen, habe ich aber noch nicht gebraucht, ist jenes welches hier. Und zwar ist das ein Diamantcutter für dieses Gerät hier. Also sprich, der wird hier oben aufgesetzt. Und dann mit einem Adapter dementsprechend oben auf das CD42 aufgesetzt. Und dann habe ich die Möglichkeit,
Schraube. Habe ich die Möglichkeit, bei Korallen, wie zum Beispiel einer wirklich gut festgewachsenen Koralle, also nicht geklebt, bei geklebt kann es ja sein, dass sie wegbricht, hinzugehen und unter Wasser mit diesem Gerät tatsächlich zu schneiden. Ja? Und das ist der Plan im Endeffekt dahinter. Das ist schon mal sehr, sehr cool. Werde ich noch ausprobieren und dann wahrscheinlich im nächsten Tagebuch darüber berichten. Ja, aber ich habe jetzt halt hier ein CD42 und werde die Sachen, die halt damit möglich sind, auskosten, ausprobieren, weil ist ja jetzt nicht nur das Polieren, weil ich kann ja auch tatsächlich hingehen mit diesen Bürsten hier, meinen Riff putzen. Werde ich mal ausprobieren. Habe ich tatsächlich mit dem Gerät von New Wave nicht gemacht. Aber das soll im Endeffekt genauso gut gehen, dass ich hier oben die Kanten ein kleines bisschen sauberer halte und halt nicht das Problem habe, dass ich da ständig mit den Acrylklingen ran muss. Also all solche Sachen werde ich definitiv ausprobieren und euch dann im nächsten Tagebuch drüber berichten. Also das ist schon mal eine sehr, sehr geile Sache. Okay, es ist definitiv ein Männerspielzeug, weil über den Preis müssen wir nicht reden. Geht bei Panterei auf die Seite, dann fällt euch die Kinnlade nach unten. Es ist also jetzt nichts unbedingt, was man sich nebenbei mal eben holt. Fakt ist aber auch, ich habe den Tank jetzt hier 2 Jahre, es hat sich einiges angesammelt. Ich habe hier und da immer mal halbherzig tatsächlich die Poliermaschine hier gehabt und halbherzig poliert. Jetzt, wo es im Prinzip mein Gerät ist, gehe ich damit irgendwie anders um. Keine Ahnung. Also ich habe jetzt das Gerät von New Wave nicht stiefmütterlich behandelt, um Gottes Willen. Nein. Aber keine Ahnung. Ich weiß nicht. Es hat einfach besser funktioniert. Also wollen wir nicht weiter darüber reden. Funktioniert, gefällt mir, ist gut so. Und ja, damit hätte ich auch tatsächlich schon fast alles erzählt. Ihr seht, dass hier hinten so Sachen von Aquamedic stehen. Und ich werde da jetzt auch nicht großartig drauf zoomen. Einige Sachen kennt ihr. Wie zum Beispiel hier das Reef Construct. Da komme ich dann auch nochmal separat drauf zurück. Weil da hat Aquamedic lange dran gearbeitet. Und er sagte, ja, das ist doch nichts anderes wie ein normaler 2K-Kleber. Jo, ist ein 2K-Kleber, definitiv, ja, richtig. Aber sie sind hingegangen und haben so die Eigenschaften von den Dingern wohl geändert. Also es soll nicht mehr so an den Fingern pappen. Es soll einfacher zu mischen sein, dass es halt nicht so fest ist. Es soll wirklich kleben unter Wasser und nicht nur, ich sag jetzt mal, den normalen Formschluss ausnutzen, wie es bei einigen 2K-Klebern ist. Werde ich ausprobieren, werde ich euch darüber berichten, vielleicht ein separates Video. Es sind dann noch andere Sachen in der Hinterhand von Aquamedic, die ich euch jetzt nicht genau zeigen kann, darf, aber es wird noch einiges kommen. Das ist schon mal Fakt. Ja, alles in allem, ihr seht, es ist viel passiert. Das Video war mal wieder extrem lang. War aber auch tatsächlich genug zu berichten. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, meckern auf hohem Niveau, ja, ist korrekt. Der Kampf gegen die Vibrionen bin ich auch noch kräftig dran und hoffe, dass ich das Ganze hier einigermaßen abgefangen kriege. Bisher sieht es ja eigentlich gar nicht mal so schlecht aus, aber man muss eben dranbleiben. In diesem Sinne, solltet ihr noch Fragen haben, schreibt es bitte runter in die Kommentare. Generell hätte ich gerne ein bisschen mehr Feedback von euch. Ich weiß, ich habe es im letzten Video und im letzten Live auch schon gesagt, aber tatsächlich, haut die Kommentare mal voll. Wie sagt man doch so schön immer im Netz, das ist gut für den Algorithmus. Däumchen nicht vergessen und solltet ihr noch irgendwelche besonderen Fragen haben, samstags abends einfach nur quatschen. Das Live wird dann dementsprechend, ja, außer zu den Zeiten, wo ich in Urlaub bin, stattfinden. In diesem Sinne, wir sehen uns dann oder zu einem anderen Video. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Euer Viper. Bis zum nächsten Mal.